Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von The Inner World. Ich leide heute an Cephalgie. Das ist der Fachterminus für Kopfschmerzen. Ja, ich habe das vorher gegoogelt, um schlau zu wirken, meine Fresse. Ich wollte heute mal schauen... Genau, wir kommen ja hier nicht weiter. Ich wollte mal schauen, was denn heute der Innenhof zu bieten hat. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Die Folge wird recht kurz, also ich werde definitiv nicht länger als 10 Minuten dort beiwohnen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich meine, hey. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Was? Du hast uns diese blöden Ausweise doch eben selbst... Ja, haben wir. Dann gerne. Bitte folgen Sie mir. Der Innenhof. Ach, wir können schon. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Oh, hier sind ganz viele Schilde. Und den Feuch. Dynastieruine. Von da kommen wir, oder? Eine große Tür und zum Empfang. Nein, hier, von hier kommen wir. Ach, da hinten ist noch eine Ruine. Oh. Da müssen wir hin. Die Windkapelle. Diese Ruine sieht imposant aus. Wie schön muss es hier früher gewesen sein? Das muss die Windkapelle sein. Hier sind übrigens Pilze. Ah, Mushrooms? Das sind Pilze, die taub machen, wenn man sie sich in die Ohren steckt. Mushrooms, eindeutig Mushrooms. Nimm mit. So, damit müssen wir ihn wahrscheinlich ein wenig ablenken. So, komm mal her hier. Hey, was machst du da? Nichts. Das will ich auch hoffen. Okay, wir dürfen das Springseil nicht mitnehmen. Sieht aus wie ein Springseil. Ein Nektarinenbeet. Ach, ein schönes Beet voller Nektarinen. Man sagt, in ihrem Saft kann man sich selbst sehen. Ich weiß aber nicht, ob das nur eine Metapher ist oder einfach stimmt. Hey, was machst du da? Nichts. Das will ich auch hoffen. Können wir eigentlich jetzt... Ja, wir können jederzeit Flöte spielen. Das wollte ich mich auch noch ausprobieren. Ruhe! Ja, das dachte ich mir schon. Nee, er will generell Ruhe haben, okay. So, versteinerte Aspose. Arme Aspose. Was sie wohl gedacht haben im letzten Moment? Ach, mein Sohn. Es wird alles gut. Alter, da ist ein fucking Drache! Könnte hinkommen. Okay, also ich habe zumindest schon mal nichts übersehen. So, die Schilde gucken wir uns noch an. Man erkennt unter all dem Rost kaum noch den Schild. Irgendwer sollte hier dringend mal putzen. Könnte die Conroy-Handpuppe dazu helfen? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Schade. Quasten? Mit der Quaste kann ich dem Rost nichts anhaben. Genauso wenig könnte man Laura mit einem Wollknäuel aufhalten. Können wir die einfach verprügeln? Soll ich den Rost glatt rollen? Was würde das bringen? Ich dachte, den Rost runterprügeln wäre cool. Hier ist noch ein goldener Teppich. Ah! Hierfür brauchen wir die goldene Karten. Ein goldener Teppich. Diese komische Familie war offenbar reich genug, um auf ihrem Geld herumzutrampeln. Können wir den ziehen? Hey, nein. Nichts. Das will ich. So, wir könnten noch mit dem Stevo reden. Reden wir mal mit Stevo. So, erstmal den Innenhof. Was hast du dazu zu sagen? Was war das hier früher? Was heißt hier früher? Das ist immer noch der Innenhof zur Windkapelle. Schön hier. Ja, aber schwer zu beheizen. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Seid ihr oft hier drinnen? Nein, wenn ich hier bin, werde ich immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Muss ein Piet liegen. Seit wann ist die Tür denn verschlossen? Das war kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ihr habt die Tür noch nie geöffnet? Nein, es kam ja noch nie jemand mit dem goldenen Ausweis. War hier überhaupt schon mal jemand? Ja, aber das war vor meiner Zeit.
Piet hat erzählt, dass hier früher mal richtig viel los war, als die Familie hier noch gelebt hat. Ach, jetzt hat sie auf einmal nicht mehr gelebt, ja. Sieht stabil aus. Ja, nicht wahr? Diese Tür wurde von Sedua, dem Stabilen, erbaut. Genauso wie dieses Fenster da hinten. Das ist doch gar kein Fenster. Da war aber mal eins, bis es zusammengestürzt ist. Hä? Wo denn eigentlich? Das hier oder was? Aber sehr stabil. Wo ist Piet? Na, ich gehe davon aus, dass er während meiner Abwesenheit den Empfang verwaltet. Stimmt. Könnten ja jeden Moment neue Besucher kommen. Ist so hier draußen im Wald. Könnt ihr Piet nicht herholen? Aber wozu denn? Wir unterhalten uns gerade so nett. Und seine Anwesenheit bedeutet nur, dass es laut wird. Gut, also wir haben zumindest die Pilze. Die können wir ihm, nehme ich mal an, nicht in die Ohren stecken. Nein, vielen Dank. Ich darf keine Geschenke von Gästen entgegennehmen. Ja, davon ging ich auch aus. Ah, ihr wollt zurück? Ernsthaft? Folgen Sie mir. Um halb? Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der... Laura, er will nicht, dass wir hier allein herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht vollkommen überflüssig vorkommst, bitte geleite uns hinaus. Sehr gerne. Mir nach. Okay, Leute, wir werden das Ganze hier an der Stelle mal kurz ein wenig pausieren und wir sehen uns dann in 2 Stunden ungefähr wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Für euch nur ein kurzer Augenblick. Für mich ist es jetzt tatsächlich 2 Stunden her. Ja, ich weiß noch, wir waren... Aufnahme bitte nicht abbrechen. Okay, ich weiß noch, wir waren draußen und haben dort die ganzen Sachen geholt. Also sprich eigentlich nur die Pilze. Ja. Kann ich jetzt eigentlich hier rauf? Das wollte ich nämlich nochmal probieren, stimmt. So, hier rauf. Mit dem Nudelholz jetzt den Mauerstein rausschlagen. Jetzt wieder runter. Und jetzt wieder den Mauerstein rausschlagen. Und jetzt kann ich rausgehen. So, und jetzt kann ich hier bis nach oben. Zack. 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 Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Robert, du stehst direkt daneben. Ich traue mich nicht so weit zu springen. Hier geht es mindestens 1 Meter in den Abgrund. Okay, gut, dann versuchen wir es mal ganz anders. Dann kloppen wir die einfach alle rein. Alle, ja. Yeah. Und... So, und rein. Laden. So, und wenn wir jetzt nach da oben hüpfen... Können wir auch zum Mauerrand. Okay, sehr gut. Wow. Da oben ist ja noch ein Symbol. Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Das kann ich nicht verwenden. So, mal gucken. Es reagiert generell auf irgendwie... Okay, das ist interessant. Ja. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt machen können damit. Ehrlich gesagt, sorry. Wir müssen es wahrscheinlich irgendwie runterschießen, runterwerfen oder irgendwie sowas, dass wir das Symbol benutzen können. Vielleicht sogar für die... Nee. Ja, wenn wir hier die... Genau. Damit habe ich gerechnet.
Ich bin aber ihr wisst schon, ein klein wenig ratterlos, was ich jetzt machen muss mit Carlos. Oder Steve in dem Fall. Nur Zutaten. Haben Sie irgendwelche Fragen? Die goldenen Tickets. Wegen des goldenen Tickets. Damit könnten wir also in die Windkapelle. Genau. Und wenn wir einfach so reingehen? Ich bin der Einzige, der den geheimen Schlüssel hat, um den Saal zu öffnen. Du meinst den vor dir auf der Theke? Ja, es steht sogar auf der Schatulle. Geheimer... Ohne die goldenen Ausweise lasse ich euch nicht rein. Habt ihr die goldenen Ausweise? Nein. Dann lasse ich euch nicht rein. Mist. Aber wir haben noch eine Gesprächsoption. Sehr gut. Wenn wir also diese goldenen Ausweise hätten... Oh, ihr habt also die goldenen Ausweise. Ja. Aber Laura, das stimmt doch gar nicht. Psst. Dürfte ich die Ausweise mal sehen? Ich habe sie zu Hause vergessen. Woher sollte ich dann... Okay, wir haben gelogen. Es tut uns leid. Wir wollten doch nur unbedingt in die Kapelle. Es tut mir so leid. Wow, du bist echt anständig, was? Zutritt verweigert! Wir haben sie doch? Stimmt nicht. Ihr bleibt draußen. Noch haben wir sie nicht. Wir besorgen sie uns noch. Können wir nicht auch ohne die goldenen Ausweise in die Windkapelle? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann will jeder einfach so rein. Aber wer denn? Hier ist doch niemand. Es könnte jeden Moment jemand kommen. Ja. Einfach so. Danke für die Information. Im Wurzelwald. Na dafür! Einfach so im Wurzelwald. Können wir den Spiegel mit dem Nudelholz kaputt kloppen? Ich meine, er hat zwar gegengeworfen. Das mache ich nicht. Man hätte ja mal gucken können. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Darf ich den Ofen... Nicht anfassen! Darf ich die Kochkäfer? Hallo, ihr Kochkäfer. Lass sie! Die kühlen sich gerade ab! Da sind Zutaten. Da sind Backzutaten. Darf ich die Backzutaten... Nicht anfassen! Ich habe das Gefühl, wir müssen mit Laura reden. Aber das müssen wir im nächsten Part machen, Leute. Denn der geht hier schon viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, euer Kunst der Play und ciao.